Okay, Freunde, was war das gerade und ist das heute eine verdammt lange Aufnahmesession? Ich muss mal schnell auf die Uhr gucken. Okay, eine Folge nehme ich noch auf, dann ich mache eine Pause. Vielleicht ist es nur das Ende, wir wissen es nicht. Miller ist dem Tode nah, sozusagen. Wenn er überhaupt noch lebt. Und ich weiß nicht, wo lang. Aber ich muss schon echt zugeben, es schaut verdammt geil aus hier oben. Vor mir ist alles so verschwommen, wisst ihr? Ich weiß gar nicht. Boah, was war denn das? Eintrag Nummer 2. Jetzt bin ich ganz alleine. Den wichtigsten Teil muss ich selbst übernehmen. Niemand, dem ich die Verantwortung zuschieben könnte. Niemand, der mir helfen könnte. Das Schicksal der Menschheit liegt in meinen Händen. Ebenso wie das Schicksal der Schwarzen. Und mit jedem Schritt, den ich mache, schwindet die Gewissheit, dass meine Taten richtig sind. Mit jedem Schritt stelle ich mir mehr und mehr Fragen von der Art, wie ich sie nur Khan beantworten kann. Doch auch Khan ist nicht hier. Ich bin am Gipfel der Welt, ganz alleine. Und ich kann Dinge sehen, die ich von nirgendwo sonst sehen konnte. Ich kann Dinge hören, die ich mir nicht einmal vorstellen konnte. Ich spüre die Gegenwart der Schwarzen. Ich höre sie. Seltsame Bilder füllen mein Bewusstsein. Echos von Fremden. Gedanken hallen durch meinen Kopf. Ich weiß, dass die Schwarzen in den Geist von Menschen eindringen können. Ihre Opfer in den Wahnsinn treiben können. Konnte es sein, dass das gerade mit mir passiert? Ich muss es schaffen. Ich muss bei klarem Verstand bleiben. Ich muss die Raketen abfeuern. Ich hoffe, ich kann es. Du musst, Artyom. Ich muss es tun. Ich weiß gar nicht, wie es dir hochgeht. Oh. Boah. Wenn du das einem erzählst, dann glaubt ihr das nicht. Ich glaube, da geht's nicht lang. Die Schwarzen. Alter, Artyom, mach weiter. Riskiere. Wo soll ich hin? Oh, das ist eine Leiter, ich dachte schon. Diese Fliege hier drin, die hat mich schon auf den Sack. Den ganzen Tag schon. Boah. Das ist, glaube ich, noch nicht der letzte Teil, oder? Artyom! Das Signal ist einfach perfekt. Halte noch eine Minute durch, dann kriegen wir sie. Du wirst aufgehalten werden. Fliege, geh weg. Er darf nicht. Wir werden die Zerstörer gehören. Yeah.
Oh oh. Ich glaube, es ist egal, welche Tür wir nehmen, oder? Ich glaube, ich hätte da eh drücken müssen. Ja, komm. Das war jetzt so ein bisschen zu schnell. Boah, Fliege, geh mir nicht auf den Zeiger. Ah, ich glaube, man kann sich gar nicht festhalten. Das ist auf jeden Fall die falsche Tür. Oh oh. Du wirst aufgehalten werden. Alter, was geht ab? Doch, das ist, glaube ich, das Ende. Er darf nicht ihn aufhalten. Er darf nicht. Oh mein Gott, wie ich das hasse. Das ist letzte Level bei Metro, glaube ich. Das kann ich mich noch gut erinnern. Ich weiß ja nicht, ob ich das... Bin ich in der Sackgasse jetzt? Ich laufe einfach mal im Kreis. Wisst ihr, diese Fliege, ich sperre sie gleich weg, alle, und verbrenne sie. Ich glaube, ich muss wieder... Ah, genau, andersrum laufen. Immer ins Blaue rennen. Man könnte, glaube ich, sich auch erwischen lassen, aber nur dann stirbt man, glaube ich. Oh, Fliege, geh mir nicht auf den Zeiger. Geh weg von meinem Mikro. Wisst ihr, wie schlimm das ist? Diese Fliegen hier. Boah, ich check hier gar nichts mehr. Oh oh.
Nee, nee, ich gebe nicht auf. Ich lauf. Ich weiß nicht wohin. Da nicht. Boah, ist das geil. Also wenn das so weitergeht, laufe ich den in die Arme noch. Ja, ja, ja. Ist es feindselig? Töte es! Alter! Was ist los? Brauche ich die Revolver jetzt her? Zielsequenz abgeschlossen. Artyom, die Raketen sind unterwegs! Wenn es böse ist, töte. Töte sie es. Töten sie es. Also töten sie es. Boah, schaut das geil aus. Boah, was für ein Feuerwerk. Ein weiser Mann sagte einmal, der, der einen Krieg aus Liebe für seine Mitmenschen führt, wird seine Feinde besiegen. Ich wollte, dass mein Krieg meine Familie, meine Freunde und mein Zuhause beschützt. Dimitro, wir hatten gewonnen. Aber bis heute frage ich mich, als wir die Schwarzen vom Erdboden verschwinden ließen, ging da nicht auch etwas verloren? Unsere Heimat? Obwohl die Heimat der Dimitro ist, aber es ist trotzdem Russland. Also denke ich mal, es ist Russland. Ich denke mal, es ist Moskau gewesen oder keine Ahnung, wo genau das spielt. Ja, Freunde. Das war's mit Metro 2033. Redix-Version. Mit dem ersten Teil. Wir haben ja noch den zweiten Teil vom Metro. Last Light. Den werden wir auch demnächst anfangen auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Hier haben wir noch ein paar Credits. Und so ein paar Leute, die das Spiel entwickelt und so gemacht haben, was es jetzt geworden ist. Ein super Spiel, muss ich auf jeden Fall sagen. Ich habe, glaube ich, in einer Ego-Shooter noch nicht so eine geile Story gespielt. Vor allem, dass man dann noch Waffen sammeln muss und Munition wirklich knapp ist. Jetzt vor allem am Ende wurde Munition richtig knapp. Und jetzt kommt der Soundtrack von Metro. Aber mir hat zum Glück ziemlich viel Geld, also Munition-Währung, Moon. Gut, dass man die halt auch als Munition verwenden kann. Und ich glaube, das war sogar eine Brennmunition, weil... Oh, Flieger, geh von meinem Display. Monitor. Fliege, echt.
Original Metro 2033 Credits 4 Games. Und Dank an Dimitri Klukwoski, sorry, wenn ich falsch ausspreche, für diese geile Story. Und alle anderen, Alexander, Sergei, Wladimir, Ivans, Annas, Olex, Olgas und Romans und Dimitri und wie sie alle heißen, Nadia, Bob, achso, das ist von Nvidia, Juri, bloß Juri nicht vergessen, weil dann wird der Boris und der Ari wütend. Voice Talent, Mark, Juri, Boris, Ari, Trenton, Alex, Stephen, Christoph. Christoph mit K geschrieben und mit F. Das ist nice. THQ. Da mal ein bisschen amerikanische Namen. Oder internationale, ja. Nun gut. Wir schauen uns die Credits noch zu Ende an. Damit, ja, der Teil auch lang genug wird, weißt du. Wir genießen diesen Moment nochmal für dieses, ich hoffe, schönes Let's Play. Vielleicht rede ich noch nicht so oft wie andere Let's Player oder so. Aber ich habe den Kanal auch noch nicht so lange. Ich mache es auch nicht 24 Stunden, verdiene auch kein Geld damit. Deswegen, ja, ich hoffe, es hat wenigstens Spaß gemacht. Und ihr konntet die Story genauso genießen, mitfiebern. Vielleicht sogar ein bisschen Angst gehabt. Vor allem das am Ende, das Flüchten vor den Schwarzen. Ich frage mich immer noch, was passiert wäre, wenn wir denen in die Arme gelaufen wären. Oder den am Ende nicht erschossen hätten. Ich glaube, es gibt zwei Enden. Ich denke, das ist das böse Ende, dass die Schwarzen dann, keine Ahnung, nicht aussterben. Beziehungsweise nicht vernichtet werden. Aber wer weiß das schon? Ihr könnt es selber spielen und vielleicht auch anders machen. Falls es überhaupt eine zweite Version gibt am Ende. Ich glaube, ich habe schon mal irgendwas davon gehört damals, wo es rausgekommen ist. Also das allererste Metro 2033, nicht die Remastered. Ja, ist egal. Wir sehen uns spätestens in Last Light wieder. Oder wenn ihr Witcher guckt, dann natürlich bei Witcher weiter. Witcher läuft ja noch ein paar Teilchen. Habe jetzt Metro durchgezogen mit meinem neuen Headset. Ist auch viel angenehmer, ein neues Headset ist nicht mehr so schwer, wisst ihr? Es wiegt keine 300 Gramm, ich glaube 270, sowas in etwa. Und ja, es ist in der Beschreibung verlinkt. Und das war's mit Metro 2033, ich drück nochmal, aber ich glaube, da kommt man ins Hauptmenü. Genau. Hier sind wir nun. Hey Leute, braucht jemand einen Woman? Ich habe alle Sorte Woman im Angebot. Oh, der kocht gerade. Und ein kleines Kind läuft vorbei. Nun gut, und da haben wir ja einen Roman, das Buch, Metro 2034. Ich habe leider noch kein Buch gelesen von denen. Wollte ich mal machen. Ich habe es mal angelesen. Aber egal. Ich verabschiede mich von hier an und ja, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und haut rein. Ciao mit Frau.